Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Assassin's Creed 3 Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt kommt der sechste Part des Let's Plays. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Sequenz 2, Johnsons Botengang. Ich starte jetzt für euch die Mission. Thomas Hickey? Wer will das wissen? Haytham Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. Braucht keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Ausguck und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Das ist jetzt eigentlich nicht deren ihr Ernst. Optionale Missionsziele: Söldner mit Feuerwaffen töten, den Wachposten auf der Klippe erschießen. Jetzt muss ich mal sagen, ich bin jetzt, glaube ich, satte 16, 17 Minuten in Boston und ich knall die ersten Leute ab. Das finde ich doch irgendwie so ohne Nachdenken schon irgendwie beachtlich. So, ich drücke jetzt mal Y. Knarre gezogen. Was jetzt? Knarre loslassen oder was? Bam! Geht in Position, aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Da rollt er runter. Optionale Missionsziele sollten mit Feuerwaffen eliminieren. 1 von 10. Also wir müssen 10 Leute jetzt auf jeden Fall abknallen. Die Klippe hochklettern. Was mit dem Typ hier? Wollen wir plündern? Klappt das noch? Klar. B lange gedrückt halten. Und 11 Pfund erhalten. Heißt das Pfund? Oh, guck mal hier. Der Super-Assassine. Ah, klappt doch. Ich wollte gerade sagen, der kann keinen Erdhang hochklettern. Was liegt hier? Knarre von dem, oder? Muskete nehmen. Das wird ja sofort eingeblendet. Das ist ja praktisch. B. Ja, B einmal kurz drücken. Und Söldner mit Feuerwachen eliminieren. Unten werden die schon rot angezeigt. Also ich finde es immer noch enorm. Ja, willkommen im Assassin's Creed Shooter, bei dem ich angekommen bin und sofort einfach alles abknall, was im Weg steht. Da hinten sind welche am Ballern. Soll ich jetzt einen von denen da erschießen, oder was? Muss ich jetzt wieder Y drücken? Wahrscheinlich. Na, guck mal, die machen da irgendwie so Faxen. Ich knall jetzt einen ab. Achtung! Drücke RB zum Nachladen. Warum fällt das eigentlich keinem auf, dass wir hier die Leute erschießen? Ja, okay, nachladen. Das da oben sind wahrscheinlich auch Feinde, ne? Welchen knall ich als erstes ab? Einen, den man nicht so sieht, oder? Okay, jetzt ist er markiert. Ich hab dich im Visier. Achtung! Headshot! Woo! So viel zum Überraschungsmoment. Okay. Das war. Oh. Oh Mann! Das muss ich aber auch erstmal wieder üben. B, X. B, X. Oh Mann, ey. Ich muss mehr Leute erschießen. Ich muss hier meine Missionsziele erledigen. Achtung, ich knall den ab. 4 von 10 habe ich. So, nachladen, mein Freund. Ah, nee, doch nicht. Was hat er jetzt gemacht? Waffe fallen lassen. Zurück! Zurück! Drin sind wir sicher! Was nun? Damit können wir das Tor sprengen. Na los, schieß drauf! Was denn, auf die Dinger da? Auf das Pulverfass oder was? Ja, okay, ich nehme erstmal eine Waffe auf. Einmal B drücken kurz. Zack. Drücken Sie LT, um zu zielen. Das ist ja auch geil, ne? Es ist wirklich ein Ego-Shooter geworden. Nein, es ist kein Ego-Shooter. Das war jetzt Spaß. So, wie schieße ich jetzt? Mit RT? Nein. Y immer noch? Ah ja, muss erstmal nachladen. Okay.
Es ist ein Ego-Shooter für alte, ein Third-Person-Shooter für alte Leute wie mich. Also ein bisschen ruhiger geht schon zur Sache. Achtung! Das ist irgendwie ein bisschen buggy, glaube ich. Oder kann das sein, wenn ich hier RB drücke? Wenn man RB gedrückt halt, öffnet sich das Menü. Man muss RB einfach echt nur antippen, glaube ich. Waren wohl doch nicht so sicher da drin. Ist das da schon unser Ziel wahrscheinlich, oder? Es leuchtet ja da schon und die Goldkiste leuchtet uns entgegen. Die gestohlene Truhe bringe ich zurück. Plündern könnt ihr noch, sobald wir Johnsons Dokumente haben. Legt die Waffen nieder und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden. Headshot! Ach, guck mal, er lädt die Waffe nach. Das ist ja lustig. Warte, ich will einen erschießen. Lass einen leben. Ja, jetzt habe ich den nicht abgeknallt, Mann. Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich habe keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun... Diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus. Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Hey, Tham. Der hier hat noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. Okay, ich schnapp mir mal hier noch das Gewehr und guck mal, was die Leiche hier hat liegen lassen. Sterben mussten. Moment, ich plündere hier erst noch die anderen Säcke. Ich brauche die Kohle für weitere Waffen. Ich bin so ein ehrhafter Mörder. Was ist los? Passt auf die Truhe auf, Charles. Wir kümmern uns um die Gauner. Oh, oh, oh. Was? Da drüben, da ist was. Erledigt sie. Einen zu erschießen ist gar nicht so leicht. Also, was heißt nicht so leicht, aber... Ah, da war's. Halt! Die Leichen haben sicher auch Taschen. Wäre doch eine Schande, da nicht reinzuschauen. Ja, dann lauf doch nicht immer weg. Dann habe ich auch noch ein bisschen Zeit, die zu plündern, ey. Wir haben etwas zu tun. Was müsst ihr mir noch immer den Spaß... Jetzt laufen die ganze Zeit weg. Ich nehme mal eben noch hier... Wie sagt man, ist das eine Muskete? Oh, da schwebt eine Muskete auf jeden Fall in der Luft. Oder eine Machete? Muskete? Maskete? Kommentare bitte dazu unter das Video. Dankeschön. Ich versuche die beiden jetzt hier mal besser zu beschützen hier am Maisfeld. Charles Lee und Thomas Hickey. Lasst mich vorgehen, werter Herr. Oh, wo ist was? Oh, hier. Okay, Nahkampf. Mit dem Bajonett reinstechen. Ist noch einer da, oder was? Oh, ne, da sind die beiden Typen, die ich beschütze. Und sonst? Ach, guck mal da oben. Das ist ja geil. Ego-Shooter. Oh. Quickscope! Bin angeschossen, oder? Wie ducke ich mich? Die übrigen Wachen auf dem Dach erschießen. Pass mal auf, jetzt kommt Ego-Shooter für Ü40-Spieler. Anvisieren. Und. Quickscope-Headshot! Sind nur ein paar Teufel mit Messern. Nichts Besonderes. Diese Halunken habe ich auch nicht gemeint. Pff,
5 Schuss scheine ich noch zu haben. Das wird unten rechts angezeigt, oder? Waffe fallen lassen, schnell gehen und eine 5 ist da abgedruckt. So. Die dürfen eine Hälfte der Gesundheit, glaube ich, nicht verlieren. War das richtig? Da vorne wird schon ein Feind angezeigt. Kann ich ihn schon erschießen? Wo ist der? Achtung, Quickshot. Schön pariert. Schön pariert. Er greift gar nicht erst an. Finish him. Wo müssen wir hin? Da, okay. Hast du die Truhe? Und jetzt? Wo sind die nächsten Gegner? Ach, oben am Dach schon wieder. Kein Problem für mich. Ich lade eben nach. Und dann jetzt. Achtung, Action. Der lädt auch noch nach. Was man jetzt Zeit hat. Bam! Aus der Hüfte. Achtung, jetzt zeige ich mal noch eine andere Variante. Hardscope. Ah ne, Hardscope macht er nicht. Er visiert vorher nicht an. Also nochmal, Quickscope. Mach schon. Ja, jetzt mach. Ah ne, das ist noch nicht markiert. Jetzt. Woo! Ich bin ehrlich, ich zweifle diesen Shooter-Part so ein ganz klein bisschen an bei Assassin's Creed, ja, also irgendwie spielt sie schon, oder es ist so ein bisschen was anderes als vorher, oder? Das war dann wohl der Letzte. Kein Problem für uns. Naja, okay, wollen wir mal uns überraschen lassen, wie das so weiterhin, naja, sie spielen lässt. Ich sammle lieber noch eben ein bisschen was ein, oder? Ein bisschen plündern, was meint ihr? Kann nicht schaden. Erhalten. 6 Kugeln. 11 Pfund. Eine Rauchbombe habe ich schon. Haben die alles dabei, die Typen hier. Kugeln. Na, ich nehme direkt hier einfach die nächste Machete. Machete. Muskete, oder? Oi. Oi. Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Lad nicht so lang. Bitteschön. Habt Dank, Master Kenway. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Okay, Sequenz 2. Johnsons Botengang. Mission beendet. Wollen wir uns mal den Fortschritt ansehen? 170 von 170. Ja, volle Synchronisation. Gucken wir uns mal den Fortschritt an. Da kann jetzt keiner meckern, oder? Sollte man mit Feuerwaffen eliminiert. Hickey und Lee, alle Vorgänge in einem Spieldurchgang erfüllt. Johnsons gestohlene Dokumente wieder beschaffener. Alles korrekt, oder? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Würde ich mal sagen, wo wir die Mission abgeschlossen haben, wo geht's jetzt weiter? Was wird da angezeigt? Okay, das nächste Ziel wird dort hinten angezeigt. Das würde ich sagen, erledigen wir dann im nächsten Part des Let's Plays, oder? Jetzt ist gerade so schön eine Mission abgeschlossen, die Musik spielt, wir feiern alle. Ich hoffe, es hat euch ein ganz klein bisschen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar in den Videokommentaren da. Was war das jetzt für ein Satz? Macht nichts, bis zum nächsten Mal und haut rein. Guten Abend, Gentlemen. Charmant. Ach bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Hui! Catherine, alte Schabracke! Her mit dir! Papa braucht einen Drink!
Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht.